Kommen wir jetzt noch zu einem Spezialfall bei quadratischen Gleichungen, den ich am Anfang des letzten Videos angesprochen habe. Und zwar im Fall, wenn q 0 ist in der quadratischen Gleichung, das war der Term ohne x, also wenn wir sozusagen keinen Term ohne x haben, dann kann man die PQ-Formel vermeiden, und zwar mit dem Satz vom Nullprodukt. Der besagt, ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Das sollte man auch vielleicht in der Form wirklich genauso auswendig lernen. In mathematischer Schreibweise heißt das a mal b gleich 0 ist gleichbedeutend mit a gleich 0 oder b gleich 0. Was ist der Vorteil? Wir haben hier eine beliebig komplizierte Gleichung als Produkt vorliegen und können die entkoppeln in zwei einfachere Gleichungen. Das geht bei quadratischen Gleichungen auch schon. Wir werden es aber vor allem bei Exponentialgleichungen stark ausnutzen, weil wir dort mit der linken Seite gar nicht mehr zurechtkämen. Hier geht es im Grunde immer noch mit der PQ-Formel für q gleich 0, aber wir gucken uns schon mal an, wie es funktioniert. Also wir brauchen einfach nur eine quadratische Gleichung mit q gleich 0. Nehmen wir doch zum Beispiel 2x² plus 4x gleich 0. Ich mache mal einen kleinen Abstand. Wenn wir jetzt wie vorhin markieren, was p und q sind, dann könnten wir das so machen und würden hier hinschreiben, p ist plus 4 und q, naja, da steht ja nichts, ist also 0. Jetzt ist die Frage, wie erstelle ich dieses Produkt daraus, das hier steht a mal b. Ich sehe, naja, weil q 0 ist, hat jeder Term hier ein x. Ich kann also x ausklammern, mache ich mal. Und dann steht hier 2x² geteilt durch x, das wären 2x. Dann das Plus und 4x durch x wäre 4. Also einfach nur ausgeklammert. Jetzt habe ich aber, wenn man mal guckt, genau die Form vorliegen. Also a mal b gleich 0, beziehungsweise hier das mal das gleich 0. Markieren wir noch die Faktoren. Das wäre hier a wäre x sozusagen und b wäre die ganze fette Klammer. Das Produkt gleich 0, wir haben also die Gestalt dieser Gleichung vorliegen. Und nach dem Satz vom Nullprodukt, den man sich leicht überlegt, dass der gültig ist, kann man hier jetzt die Gleichung entkoppeln zu a gleich 0 oder b gleich 0. A ist das blaue, also x gleich 0, oder b ist ja das gelbe gleich 0. Schreibe ich also einfach das gelbe ab, nämlich 2x plus 4 gleich 0. Die Gleichung ist schon gelöst. Das ist eine lineare Gleichung, die ist ganz schnell gelöst, indem ich die 4 rüberbringe und dann durch 2 teile. Dann bleibt also x gleich minus 4 durch 2, also minus 2. Das heißt, ich habe aus der quadratischen Gleichung, weil q 0 ist, x ausklammern können und mit dem Satz vom Nullprodukt erhalte ich entkoppelte lineare Gleichungen und die sind einfach zu lösen mit rüberbringen und dividieren. Ich habe hier also die Lösungsmenge von minus 2 und 0 erhalten, ohne die PQ-Formel zu verwenden. Und ein letztes Mal sage ich es nochmal, das geht genau dann, wenn q 0 ist, denn dann hat jeder Term hier ein x und ich kann x ausklammern. Also was sollte man sich merken? Wenn q 0 ist, Satz-2-0-Produkt verwenden, das spart Zeit.